Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Matrixer mit Jonathan und Niki. Hi, ja, unser letztes spannendes Video, da drehte es sich um den Mond und da haben wir ja einige Abfragen zum Mond gemacht. Und ja, was liegt näher als das nächste Thema, das wir jetzt vorstellen? Die Erde. Ja, richtig. Also wie ihr vielleicht im letzten Video mitbekommen habt, haben wir jetzt eine parallele Serie, die wir jetzt so ab und zu mal bringen. Und zwar steht Niki mit der achten Dimension in Verbindung. Das ist die Informationsebene. Und dort haben wir also einen Kontakt und dachten uns, ja, wenn wir schon einen Kontakt zur höheren Informationsebene besitzen, die noch höher steht als die Akasha-Chronik, dann können wir auch mal unsere Sachen, die wir so herausgefunden haben, abfragen. Ja, und der Seelenkomplex, ja, ist damit einverstanden, dass wir ein ganz klein bisschen darüber erzählen. Unser Seelenkomplex, der besteht, also nicht unser persönlicher, sondern der eben von der Informationsebene, besteht aus mindestens 4 Milliarden Seelen. Ja. Und willst du uns den Namen des Seelenkomplexes verraten? Ja, es war immer irgendwie kompliziert, so Hallo Seelenkomplex oder ihn so anzusprechen. Ich habe gemeint, kannst du mir nicht irgendeine Benennung geben? Und das ist eine sehr vielschichtige Bedeutung des Namens, dass er mir dann, den er mir dann Hypnagog innerhalb einer Sekunde übermittelt hat. Eigentlich haben wir gerade Serie geschaut gehabt, eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet. Aber in einer Sekunde, zack, bin ich Hypnagog gegangen, habe den Namen riesengroß gesehen, habe den Seelenkomplex gesehen, da wusste ich, aha, so will er genannt werden oder so will er, dass ich ihn nenne oder wir. Und dann war ich wieder wach. Also das war eine Sache von einer Sekunde. Ja, und der Name ist doch sehr vielschichtig. da gibt es noch einiges bei rauszufinden. Jedenfalls sagt er uns Flux. Wir dürfen ihn Flux nennen. Flux. Flux. Und wie schreibt sich das? F-L-U-X. Ach so. Ja. Wie Flux. Ja, und Flux ist weder Teil der Matrix noch nicht Teil der Matrix. Dinge, die wir noch alle rausfinden müssen, was genau das alles zu bedeuten hat. Aber jetzt zur Erde. Ja, und aus wie vielen Persönlichkeiten besteht dieser Flux? Ja, wie gesagt, aus deutlich oder ungefähr 4 Milliarden. Kann man so nicht genau benennen, aber ja. Ich habe mal in einer außerkörperlichen Erfahrung, habe ich da in höheren Astralebenen solche Persönlichkeiten gesehen. Die waren also wie Städte, gigantisch groß, mit Milliarden von Seelen, die in sich drin hatten. Ne, sozusagen, wie du schon sagst, so Seelenkomplexe. Ja, also das war natürlich eins der imposantesten Bilder, die ich so gesehen habe. Wie sahen die so aus? Ja, die sahen aus wie gigantische Berge, aus denen Millionen Gesichter herausschauten. Spannend. Und die trieben so durchs Nichts. Also, es war schon sehr imposant, ja. Ja, ich habe Flux nur als weiß-hellblaues Leuchten gesehen, entfernt am Horizont, ganz, naja, anyway. Ja, das kommt vielleicht noch. Ja. Naja, wir wollen ja jetzt nicht vom Thema abkommen. Nikis Kontakt zur achten Dimension geschieht über einen Gegenstand, den wir leider euch nicht vorstellen können. Ein umfangreicherer Kontakt besteht da noch nicht, aber wir können geschlossene Fragen stellen. Naja, wir fangen gerade an zu üben, also Flux und ich. Manche Sachen kann ich schon verstehen, aber warten wir mal, üben wir mal noch ein bisschen. Ja, der Gegenstand dient übrigens dazu, um die absolute Sicherheit zu gewähren, dass die Abfragen nicht manipuliert sind, sondern 100% die Antwort von Flux kommt. Ja, das ist natürlich wichtig, weil Interferenzen gibt es ja immer, wie beim Radio. Ne? Wenn du da mal an den Senderknopf drankommst, dann hörst du gleich wieder Schlagermusik. Oder einfach Rauschen. Oder nur Rauschen. Ja, wir dachten uns, das letzte Mal haben wir den ganzen Mond befragt oder viele Fragen zum Mond gestellt. War auch sehr spannende Sachen, die dabei herausgekommen sind. Und diesmal dachten wir, knöpfen wir uns die Erde vor. Ja.
oder? Mhm. Weil wir haben ja schon mal ein Video gebracht über die Erde und dass wir eben in Träumen gesehen haben, dass die Erde viel größer ist, als uns gesagt wurde. Mhm. Im Erdkundenunterricht zum Beispiel. Und da waren wir doch sehr überrascht und dachten, wie, es gibt nicht nur 5 Kontinente. Mhm. Da waren wir dann schon überrascht und haben natürlich da geforscht und haben da herausgefunden, dass es mehrere Kontinente gibt. Und da dachten wir uns, ja, fragen wir doch mal den Flux, ja. Was der dazu sagt, wie der das so betrachtet, beziehungsweise was er für Informationen hat. Weil es ist ja schon komisch, wenn man sich beispielsweise so die globalen Flugrouten der Flugzeuge anschaut. Ja. Sehr seltsam. Ich blende mal ein Bild ein, da könnt ihr das sehen. Und hier seht ihr, dass über bestimmte Gebiete niemals geflogen wird. Und diese Gebiete werden sogar in einem Dreieck umflogen. So? Ja, wieso? Ist ja komisch. Ja? Und das hat uns natürlich gewundert. Und naja, da dachten wir, heute fragen wir mal den Seelenkomplex und schauen mal, was er so antwortet. Ja, wir haben ja die Erde selbst auch schon gesehen und die weiteren Kontinente. Also wie gesagt, wie du gesagt hast, haben wir darüber ein Video gemacht. Da haben wir ja die anderen Kontinente, die wir schon gesehen haben, auch vorgestellt. Und wir hatten aber noch ein Video, weil euch interessiert ja bestimmt, ist die Erde jetzt rund oder flach oder was auch immer sie ist. Und da hatten wir ja auch schon eine Info bekommen. Da haben wir auch ein Video drüber gemacht, die Quantenfelderde. Aber auch das werden wir heute nochmal mit Flux besprechen. Wo zeigst du denn dahin? Ja, da ist das eine Video und das andere Video. Ach so, wie cool. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar, existieren auf der physischen 3D-Erde mehr Kontinente bzw. Landteile, die vor den Menschen verheimlicht werden? Ja. Ja, gibt es. Also es gibt mehr Kontinente, als mir und den Menschen bekannt ist. Damit diese Länder bzw. Kontinente und deren Existenz nicht an die Öffentlichkeit gelangt, wurden deshalb die Flugrouten entsprechend angepasst? Oh ja. Mhm. Gut, dann wäre ja die Frage, existieren denn mehr als 7 Kontinente auf der Erde? Ja. Ja? Ja. Gut. Existieren mehr als 9 Kontinente auf der Erde? Nein. Ah. Also haben wir es ja eigentlich nur mit 1 oder 2 mehr Kontinenten zu tun. Ne? Aber die sind riesig groß. Ja, existiert denn noch Atlantis auf der Erde? Ja. Existiert Atlantis denn über der Meeresoberfläche? Ja. Oh. Aber die haben uns doch gesagt, Atlantis sei versunken. Mhm. Existiert denn noch das mystische Reich oder Land Lemuria? Ja, existiert auch noch. Existiert Lemuria auch oberhalb der Meeresoberfläche? Ja. Zum Teil. Die Antwort ist nicht eindeutig, also würde ich sagen, teilweise. Ich denke, es ist auch teilweise unter der Erde. Dann frage ich mal Flux, ob Lemurien bewohnt ist oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche. Ja. Also bedeutet das, wenn ich jetzt in ein Boot steige, könnte ich dann, wenn man mich lässt, mit dem Boot nach Atlantis fahren und dort in den Hafen einschiffen und dort an Land gehen?
Ja, weiß nicht mehr, haben wir doch schon gemacht im Traum. Ja, geht. Auch in Lemuria? Könnte ich auch mit dem Schiff mal eben rüber mit meinem physischen Körper? Ja. Interessant. Wir haben gesagt, es gibt nur 2 Kontinente mehr. Aber die sind teilweise riesig. Die umfassen, würde ich sagen, so viel wie Nord- und Südamerika zusammen und vielleicht noch Teile von Europa oder so. Und man darf jetzt auch nicht Lemurien und Atlantis als separate Kontinente irgendwie betrachten, auch wenn sie auseinander liegen. Jedenfalls, die ausschließlich 2 mehr Kontinente machen wirklich viel, viel Landmasse aus. Aber das erfragen wir vielleicht auch gleich mal. Den wahren Umfang der Erde. Ja, das ist eine gute Frage, genau. Also uns wird ja gesagt, der Umfang der Erde liegt so bei 44.000 Kilometer, glaube ich. Ne? Haben wir auch so im Kopf, ja. Ja. Hat die Erde einen Umfang von über, sagen wir mal ganz spontan, 60.000 Kilometer? Ja. Hat die Erde einen Umfang mit mehr als 100.000 Kilometer? Nein. Ah. Hat die Erde einen Umfang von mehr als 80.000 Kilometer? Na, ich glaube, bei 80 ist Schluss. Ungefähr 80, würde ich sagen. Es war kein sehr klares Ja, es war auch kein Nein, also es wird so um die 80 dann sein. Okay, also ist die Erde dann doppelt so groß, wie uns gesagt wird? Mehr oder weniger, naja. Also wenn die Erde einen Umfang von 80.000 Kilometer hat, wundert es mich ja auch nicht, dass die Flacherdler glauben, wir leben auf einer flachen Erde. Ja, genau, meine Theorie. Logischerweise wirkt so ein kleiner Ausschnitt von oben bei einer viel größeren Erde natürlich flach. Aber ja. Anyway. Ja, wir blenden euch mal kurz ein Video ein. Also da sieht man, warum man denken könnte, dass die Erde flach ist. Weitere Fragen zur Erde. Gibt es denn das Land Hyperborea ganz im Norden, das ja auf einer Legende beruht? Ja, da waren wir doch auch schon. Achso. Wir fragen doch jetzt Flux, nicht dich. Ja, aber Flux hat ja auch Ja gesagt. Weltkarten, die im, keine Ahnung, 14., 15., 16. Jahrhundert erstellt worden sind, existiert Hyperborea weit oben im Norden als Kontinent, umgeben von 4 Inseln, und in der Mitte soll sich ein sehr hoher Turm befinden, der eine unwahrscheinlich magnetische Kraft ausstrahlen soll. Stimmt das? Ja. Weil da gibt es ja so Karten, wo die schon eingezeichnet waren. Und irgendwann sind diese Karten dann plötzlich nur noch ohne Hyperborea aufgetaucht. Auch spannend, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Existieren tatsächlich Satelliten in der Erdumlaufbahn außerhalb der Erdatmosphäre? Ja, aber weit weniger, als man uns weismachen will. Und wie sieht's aus mit Elon Musks 60.000 Satelliten? Von Starlink? Ja, Starlink-Programm. Existieren die außerhalb der Erdatmosphäre? Nein. Was nein? Die gibt's nicht außerhalb der Erdatmosphäre.
Also bedeutet das, dass Elon Musk Starlink-Satelliten die Erde nie verlassen haben? Ja. Aha. Ja, okay, bei 80.000 Kilometer Umfang ist die Atmosphäre wahrscheinlich auch viel höher, als uns gesagt wird. Ja, wahrscheinlich. Ja, die nächste Frage wäre, existiert denn Gravitation, so wie uns das beigebracht worden ist? Das heißt, die einen sagen ja, Gravitation existiert aufgrund des Erdspins, weil sich die Erde dreht. Andere wiederum sagen, die Gravitation existiert deshalb wegen dem Erdkern. Der baut die Gravitation auf. Ist ja auch eine Theorie. Stimmt eine dieser beiden Theorien? Nein. Also beides Quatsch. Beides Quatsch. Ah, Flux sagt alles beide Quatsch. Alles beides Quatsch. Keine Gravitation in dem Sinne. Ja, okay. Dann gibt es ja noch die Theorie, dass die Gravitation von der Sonne ausgeht. Ist das richtig? Nein, ich kenne die Theorie zwar auch nicht, aber Flux sagt nein. Ja, wie Einstein das erklärt hat. Der hat ja so einen Gummilaken gezogen. Und hat da eine dicke Kugel reingelegt. Ach so, das ist die Geschichte. Kennst du das noch? Ja. Und das ist das Gravitationsfeld. Ne? Okay. Nein. Das ist die Schwerkraft. Und alle Planeten, die halt in dieses Loch reinfallen, die umkreisen dann die Sonne. Ja, die Antwort war nein. Vielleicht, auch nicht. Vielleicht ist es natürlich komplexer als nur eine einfache Ja-Nein-Frage, keine Ahnung. Ja, auf jeden Aber Fall. Grundlegend erstmal so, in dem Sinne, wie es uns erklärt wurde, nein. Die nächste Theorie, die es gibt, ist, dass die Gravitation nicht existiert, sondern der Äther drückt von oben uns sozusagen auf die Erde, damit wir auf der Erde herumlaufen können und nicht sinnlos durch die Gegend schweben. Ja, da ist deutlich eher was dran. Ah, sehr interessant. Ja, das bedeutet ja, dass der Äther sozusagen die Menschen auf der Erde hält und für Gravitation sorgt demnach. Flux sagt, es geht grundlegend in die richtigere Richtung. Okay, da ist also noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nee, also das ist wirklich ein komplexes Thema. Also manche kurze Worte verstehe ich halt, was er sagt. Von daher, das ist eher so ganz grundlegend gesprochen, aber schon in die richtige Richtung. Ja. Ja, dann gibt es noch die Theorie der inneren Erde. Ja. Existiert die innere Erde? Nur nicht so, wie man sich das zwingend vorstellt. Bedeutet das, dass alle Planeten hohl sind? Nein. Nein. Bedeutet das, dass die Erde hohl ist? Nur teilweise. Nur teilweise. Also existieren sozusagen hohle Taschen unter der Erdoberfläche, die so groß sein können wie Deutschland oder so. Ja, und Meere und Gebirge gibt es auch. Also gibt es auch unterirdische, ja, Meere, Gebirge. Gibt es denn eine unterirdische bzw. innerirdische Zentralsonne? Nein. Die gibt es nicht. Leben in diesen unterirdischen Taschen denn Menschen? Unter anderem. Aha. Das heißt, leben denn auch Außerirdische in unterirdischen Taschen? Leben denn auch Reptiloiden unterirdisch in diesen Taschen? Und leben da auch Greys in den Taschen?
Gott, wer ist denn da alles, bitte? Ich habe gerade die Zahlen nicht richtig verstanden, aber es sind, ich glaube, tausende verschiedene Arten. Okay. Wir fragen dann mal nicht weiter, sonst wird das Video zu lang. Aber er hat auch gesagt, verschiedenste Arten von Reptiloiden leben da. Also auch, noch. Oh Gott, also nicht nur jetzt die Bösen oder so. Ja. Auch welche, die sich überhaupt nicht für die Erde interessieren oder für die Erdoberfläche. Sowas halt. Ach so, für die Erdoberfläche. Oder Menschen. So In- und Out-Group, ne? So, ja, genau. So, ne, mit denen da oben wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Die sind alle blöd. Ja. Okay. Die essen Pflanzen und... ja, genau, sowas. Und haben Sonnenbrand. What? Ja. Ja, und die große Frage. Jetzt bin ich gespannt. Die ganze Welt interessiert. Ja. Ist die Erde rund? Fragen wir mal Flux. Sag, ist die Erde flach? Okay, dann fragen wir andersrum. Ist die Erde flach? Sorry, nein. 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 Also Flux ist kein Flacherdler. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Ja, ist... Finde ich gut. Ja. Ist die Erde denn rund? Eher? Hm? Ja, eher. Gibt es eine arktische Eiswand, die von Militär organisiert bewacht wird, damit man die Ländereien hinter der Eiswand nicht findet? Ja, aber ich glaube, es ist nicht zwingend eine Eiswand. Aber auch zum Teil. Achso, also es gibt schon da hier und da eine Eiswand, ne? Ja, es gibt jedenfalls dieses militärbewachte Grenzland. Mhm. Ja, da gibt es ja auch so einige Videos schon bei YouTube, wo Leute versucht haben, irgendwo hinzukommen mit ihrem Boot. Und dann wurden sie vom Militär abgefangen und gesagt haben, ihr müsst zurück, sonst müssen wir euch leider versenken. Okay. Ja, ja, ja. Auch Flugzeuge schon, die versucht haben, in bestimmte Bereiche zu fliegen, weil die auch schon die Vermutung hatten, da könnte doch irgendein Land existieren, von dem uns keiner was erzählen möchte. Mhm. Und die wurden unterwegs auch von Flugzeugen abgefangen. Die haben gesagt, bitte zurückfliegen. Sonst müssen wir sie leider vom Himmel holen. Okay, alles klar. Ja, es gibt also bestimmte... Das ist denen wohl wichtig. Ja. Stimmt es, dass es früher gigantische Bäume gab, die 10, 20 und mehr Kilometer hoch waren? Mhm, ja. Lang ist es her. Ist es richtig, dass diese Bäume... heutzutage aussehen teilweise wie Berge, weil das Holz mit den Jahrhunderten oder Jahrtausenden versteinert ist. Ja, und ist ja auch interessant, als in Amerika waren diese abgeschürften Berge. Wer hat sie abgeschürft? Oder wurden sie überhaupt abgeschürft? Das könnte man ja vielleicht auch noch fragen, ob irgendwelche Alienrassen. Ah ja. Das ist gut. Gut, Grand Canyon. Ja. Da waren wir ja auch. Ja. Oder? Mhm. Und da sieht man ja an den Felswänden schon immer so Muster. Mhm. Meistens so Streifen oder so richtig riesige, breite Streifen. Ne? Ja. Und da wurde uns ja gesagt, das ist eben die Natur. Die macht solche Streifen. Und wir dann, was haben wir gedacht? Das sind aber riesige Abbaugebiete. Oder waren es mal? Ja, genau. Dann haben wir gedacht, das haben bestimmt irgendwer abgebaut mit gigantisch großen Maschinen. Mhm. Die Maschinen müssen ja, keine Ahnung, 2-3 Kilometer hoch gewesen sein, ne? Ja, also. Oder zumindest einen Kilometer hoch oder so. Mhm. Keine Ahnung. Das müssen riesige Maschinen gewesen sein. Sollen wir das mal fragen? Ja, da würde ich sagen, fragen wir mal. Wurde in ferner Vergangenheit vor Tausenden von Jahren
zum Beispiel der Grand Canyon abgebaut mit gigantisch großen Abbaumaschinen. Und ist das passiert von Außerirdischen? Ja. Auch. Ja. So wie JR geil auf Öl ist, waren die Außerirdischen auch geil auf Raubbau auf der Erde. Ja, kann man sehr gut so bezeichnen. Überall die gleichen Pappenheimer, oder? Ja, überall kannst du nichts überall machen. Kannst du nicht machen, alle sind so drauf. Das bedeutet also, die Aliens sind hierher gekommen und dachten sich, ach guck mal hier, die Neandertaler haben eh keine Ahnung, ne? Dann säbeln wir mal die riesigen Bäume ab, haben wir richtig kräftig Holz. Ne? Und da machen wir die ganzen Bergwände auf und filtern da das Gold, Edelsteine, Silber und so weiter raus und nehmen es gleich mit. Ja. Ja, ich würde sagen, damit das Video nicht allzu lang wird, machen wir vielleicht irgendwann mal einen zweiten Teil zur Erde. Ja, richtig. Es gibt ja noch viele spannende Fragen zur Erde. Ja, mir fallen jetzt schon 100 ein. Ja, mir auch. Also das ist, sagen wir mal, Fragen zur Erde über die achte Dimension, Teil 1. Featuring Flux. Genau. Das ist geil. Ja, das ja. Machen wir am Anfang des Titels. Die Matrixer featuring Flux. Ja, das ist super. Das machen wir. Ja, dann, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und die Fragen auch. Wenn ihr noch weitere Fragen zur Erde habt, ne, schreibt sie unten rein, dann können wir sie ins nächste Video mit reinnehmen. Genau, guter Plan. So machen wir es. Ja. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen und bis zum zweiten Teil. Ciao.